Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bausimulator. In der letzten Folge ist ja nicht alles ganz optimal gelaufen, aber der Harpe, der hatte Verständnis für unsere Leistungen und hat uns am Ende ja auch ein bisschen gelobt, also alles falsch gemacht haben wir nicht. Dann habe ich jetzt seit der letzten Folge mich mal ein bisschen weiter auf der Map umgeschaut und siehe da, ich hätte gar nicht so lange fahren müssen in der letzten Folge, denn es gibt noch einen zweiten Fahrzeughändler. Der ist zwar ein bisschen kleiner, hat aber vermutlich das gleiche Sortiment und an dem stehe ich gerade. Zeige ich euch auch mal schnell hier auf der Karte, ist direkt neben unseren Baustellen. Ich weiß nicht, wo die letzte war, aber die war ja hier auch irgendwo in der Region. Ja, hinterher ist man immer ein bisschen schlauer, aber wissen wir jetzt, so langsam finde ich mich ein hier im Spiel. So, und heute machen wir weiter mit dem nächsten Job und dazu gehen wir hier wieder auf unsere Aufträge. Und dann ist jetzt so ein bisschen die Frage, was machen wir? Machen wir 5 Bauabschnitte oder machen wir 3 Bauabschnitte? Ich glaube, wir starten mal damit. Da müssen wir auch mit einem Bau... Oder? Wir müssen Fertigwände platzieren. Das könnte relativ spektakulär werden. Wir gucken nochmal beim anderen, bei der Parkanlage. Oh, das... Nee, wir machen das andere. Das ist hier sehr kleinteilig. Das können wir uns noch... Da werde ich ein bisschen fluchen, glaube ich. Wir machen das mal hier. Wir machen den Garagenbau. Den Garagenanbau. So. Dann müssen wir jetzt, ihr kennt es sicherlich noch aus dem alten Bausimulator 2015, zur Fertigwandfabrik. Aber erstmal gucken wir mal schnell bei Harpe vorbei. Als nächstes bauen wir eine neue Garage. Dort stand zuvor ein Carport, der allerdings vom Sturm zerstört wurde. Für die neue Garage brauchen wir Wände aus der Fertigwandfabrik. Also wappne dich mit einer Zugmaschine oder sowas, habe ich noch gelesen. Und den Rest habt ihr dann vermutlich etwas schneller gelesen als ich. Ja, ich darf nicht so viel labern am Anfang, ne? Gut. Ach, wir sind ja hier schon an dem Fahrzeughändler. Dann mieten wir uns eine Zugmaschine und Attacke, Abfahrt. Oh, Freunde, ich freue mich. Zur Fertigwandfabrik. Legendär im Bausimulator damals. Ja, welche Zugmaschine nehmen wir? Hier ein DAF wurde ja vorgeschlagen. Dann nehmen wir den jetzt am besten auch, ne? Ist ja ein bisschen schade, dass man die nicht einfärben kann, ne? Oder geht das? Aber ich glaube nicht. Ich habe mir übrigens auch eure Kommentare unter den letzten beiden Folgen durchgelesen. Und ich bin wirklich begeistert. Ich bin begeistert von euren Kommentaren. Es hat mir ein... Materialauflieger brauchen wir auch noch. Es hat mir einen riesigen Spaß bereitet, eure Kommentare zu lesen. Mehr dazu später. Was ist hier? Genau, sowas. Das mieten wir uns auch noch. Eigentlich könnten wir uns das auch schon kaufen, ne? Wir sind jetzt Krösus. Ich überlege übrigens... ob ich mir hier mal so ein Pickup kaufen soll oder so ein Coupé. Das kostet 83.000, das kostet ebenfalls... Ach, dann nehmen wir das hier. Das sind immer die besten Bauunternehmer. Die erst eine dicke Karre und dann wichtige Maschinen haben. Aber so dumm ist das vielleicht gar nicht. Dann können wir nämlich relativ bequem mal die Welt erkunden. Und haben da irgendwie ein flottes Fahrzeug für. Weil ich muss die ganzen Orte mal freischalten. Ich glaube, das ist sinnvoll, wenn man das erst macht. Gut, dann steigen wir in die Zugmaschine. Machen natürlich. Ah ne, das machen wir erst gleich. Machen wir wieder aus. So, und dann fahren wir mal ein bisschen rückwärts und holen uns unseren Auflieger. Na? So. Zack, die Hydraulikschläuche und alle Luftdruckgeschichten und sowas, das denken wir uns jetzt einfach mal dazu und starten zum ersten Auftrag. Jetzt gucken wir mal schnell, wie weit das ist. Das ist schon wieder sehr weit. Ne, dann glücklicherweise habe ich da schon den Ort hier schon erkundet. Dann machen wir dazu mal eine Schnellreise und dann fahren wir, glaube ich, zurück selbst. Ich habe euch ja in der letzten Folge gefragt... Und ich hatte das Gefühl, dass die meisten von euch so eine Mischung bevorzugen würden. Das ist die Fertigwandfabrik. In Zukunft wohl dein zweites Zuhause. Zumindest wenn du dich auf den Hausbau spezialisieren willst. Okay, na dann. Werden wir hier bald hoffentlich schon mit Mettbrötchen empfangen. Wo müssen wir? Ach, hier müssen wir hin. Komm, dann rangieren wir mal. Gucken wir mal, wie sich das... verhält.
Ja, geht. Ist nicht super realistisch, aber es geht. Zu weit eingelenkt. Das ist aber auch immer ein kompliziertes Prozedere hier. So, und dann einmal rum den Lachs. Und dann holen wir uns hier unsere Fertigwände. Ich weiß, also ich nehme an, dass es hier ähnlich ist wie im alten Bausimulator, dass man hier viele Häuser mit Fertigwänden baut. Ich weiß nicht, ob das alle waren, ich glaube nicht. Aber viele Häuser werden mit Fertigwänden gebaut. Und die können wir uns hier einfach kaufen und dann zur Baustelle liefern. Und da müssen wir die vermutlich mit dem Kran an Ort und Stelle heben. Na, hier lassen wir den stehen, dann wird das alles automatisch beladen und da vorne kaufen wir. Wir treten. Na? Na? Ganz außer Atem hier. So. Guten Tag, hallo. Wir produzieren maßgefertigte Elemente und Spezialteile für deine Bauprojekte. Bitte überprüfe die einzelnen Aufträge, um mehr über die Details zu erfahren. Ja, da möchte ich genau das hier, das möchte ich mal kaufen. Und das Paket können Sie mir auch direkt draufladen, das wäre super. Dankeschön. So, das wäre erledigt. Fahre auf dem Rückweg noch beim Baustoffhandel vorbei und besorge uns die restlichen Baumaterialien. Wird gemacht, Chef. Was, daraus bauen wir eine Garage? Aus zwei Wänden? Okay. Oder übersehe ich da was? Ah ne, das sind drei. Okay. So, von der Seite sah es aus wie zwei. Gut. Da müssen wir jetzt noch die Baumaterialien kaufen. Die müssen wir dann vermutlich mit dem Gabelstapel aufladen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die... Ah, das ist hier. Ja komm, dann fahren wir da mal hin. Dann machen wir das mal... Fahren wir das mal persönlich. Weil vermutlich haben wir heute auch nicht so viele Strecken zu fahren. Und wir haben es ja noch früh am Tag. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Die Autofahrer liebe ich ja, ne? So dicht ranfahren, wie es geht. An den abbiegenden LKW. So, jetzt können wir es aber anmachen. Die Rundumleuchten. Na? Ist an? Ne? Oder? Ne. Jetzt. Gut, dann gucken wir uns das mal von innen an. Das war übrigens ein Kritikpunkt von euch, den ich auch nur bestätigen kann. Es ist ein bisschen komisch, wie das Lenkrad hier umgesetzt ist. Ich zeige das mal gerade mit der Tastatur. Das ist der volle Einschlag mit der Tastatur und beim Lenkrad, also bei meinem Lenkrad, was ich jetzt hier angeschlossen habe, da ist es auch so, dass sozusagen das hier die Begrenzung ist. Also man kann maximal eine halbe Lenkumdrehung machen. Das ist beim Lenkrad besonders blöd, also es ist natürlich nicht so realistisch, man braucht, wenn man abbiegt, braucht man schon mal so zwei Umdrehungen oder so, je nachdem, in welchem Winkel man abbiegen muss und so, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also das ist eigentlich, ist der Radius ein bisschen größer, aber wenn man mit einem Lenkrad spielt, dann ist es natürlich besonders blöd, weil man hat auf dem realen Lenkrad dann zwei Umdrehungen und auf dem virtuellen Lenkrad hier eine halbe Umdrehung. Das ist natürlich ein bisschen konfus. Habe ich allerdings schon weitergegeben an Astragon und ich denke mal, die werden das dann intern checken. Ich weiß nicht, ob es bis zum Release noch gefixt wird, aber ich denke irgendwann danach, hoffe ich, weiß ich natürlich nicht, aber hoffe ich, dass das nochmal angepasst wird. Weil es natürlich schon ein bisschen schöner ist. Es ist ja, ist jetzt kein Drama, ne? Aber es ist natürlich schon ein bisschen schöner. So, geht das weiter. Jetzt sind wir an der Reihe, die Ampelschaltung. Was haben sich die Stadtplaner dabei gedacht? Uiuiui. Ui, ui. Bin ich da dran gekommen? Ich hoffe, ich habe Vollkasko. Was das hier übrigens ist, weiß ich selbst auch nicht. Hier links. Da war ich schon, wollte ich freischalten, ging nicht. Irgendwas Spezielles. Vielleicht was Geheimes. Na, ich hätte doch die Schnellreise nutzen sollen. Aber, wie gesagt, dann kann ich noch ein bisschen auf eure Kommentare eingehen. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir hier tatsächlich auch ein bisschen länger warten. Weil gerade... Ah, ne! Ich dachte, unsere Richtung hätte gerade
erst grün gehabt. So, komm, fahr! Wir haben doch keine Zeit. Ich muss auf den Bau. Die warten. Nee, komm. Da wird kurzer Prozess gemacht. Genau, also ihr hattet noch viele weitere Kommentare. Zum Beispiel habt ihr auch gesagt, das Spiel, also der Hype um den Bausimulator ist wirklich enorm in den Kommentaren gewesen. Und das freut mich, weil das schon länger nicht mehr bei einem Simulator außerhalb vom Landwirtschaftssimulator der Fall war. Und wenn ihr große Freude an dem Spiel habt, dann habe ich umso mehr Freude an dem ganzen Spiel und werde dann natürlich auch viele Folgen davon machen. Beziehungsweise das viel zeigen. Was ihr allerdings kritisiert habt, war noch die Straßenbreite. Und das ist auch so ein Simulator-Phänomen. Das Problem ist nämlich, dass die für Straßen oft, wenn die realistisch sozusagen nachgebildet werden, dass die oft zu eng sind. Dass man sich dann total ärgert, weil man da irgendwie gar nicht vor und zurückkommt. Ja, jetzt sind sie sehr breit geraten. Weiß ich auch nicht, was es damit auf sich hat. Das wirkt auch auf mich ein bisschen zu breit, aber auch damit kann man leben. Also es kommt ja vor allen Dingen auf den Bau an. Was ich zum Beispiel nicht so schön finde, ist, dass hier überall diese herbstlichen Bäume rumstehen. Ich hätte mir grüne Bäume gewünscht, aber das sind so persönliche Sachen, auf die kommt es am Ende nicht so sehr an, weil es wie gesagt ja vor allen Dingen eine Bausimulation ist. Und gerade wenn ihr dann hier mit so einem etwas längeren Trailer unterwegs seid und gar nicht so stark lenken könnt, ist es auch eigentlich ganz schön, dass man ein bisschen mehr Platz hat. Obwohl ich mir ja hier auch schon immer Platz von der Gegenbahn nehme. Keine Faxen! Ziemlich abrupt abgebremst, der Herr. So, wie lang müssen wir denn noch? 1200 Meter. Ui. Haben wir eigentlich irgendwie eine Story, warum wir... Ah, ich habe noch Blinker an. Ah, da gab's auch Gags, ne? Hast du schon Blinkerflüssigkeit nachgefüllt? Das sind die Gags, die man bekommt. Da kriegt man keinen freundlichen Hinweis. Ansgar, achte doch mal bitte auf die Blinker oder so. Sondern direkt so einen frechen Kommentar kriegt man da reingewirkt. Ach ja, und was auch noch gefragt wurde, war, ob es diese legendären Folgen, diejenigen, die den Kanal schon länger kennen von euch, können sich noch daran erinnern, die legendären Folgen mit dem Lion Gamer wiedergeben wird. Ich habe nicht mit Lion Gamer gesprochen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man ihn in ein oder zwei Folgen nochmal einbindet. Ich weiß auch gar nicht, ob ich glaube so richtig aktiv... Ey, fahr doch oder fahr nicht? Stehen bleiben fahren. Was jetzt hier? Der rollt zurück. So, jetzt haben wir freie Fahrt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich ihn nochmal für ein, zwei Folgen dazu hole. Generell habe ich allerdings mit jemand anderem die Multiplayer-Folgen geplant. Das kommt dann vor allen Dingen später, wenn es um die großen Aufträge geht. So ist das jedenfalls in meinem Kopf aktuell geplant, angedacht. Weil dann wird es einfach zu komplex für den Singleplayer. Es geht schon noch, aber im Multiplayer macht es mehr Spaß, ist ein bisschen lustiger. Das machen wir also dann später noch. Aber Lion Gamer, da wäre ich durchaus bereit, den nochmal zu fragen. Und wenn er Lust hat, immer gerne. Also ist dann vermutlich auch wieder 15 Minuten durchlachen. Die Bauprofis. Ohne Verstand. Oder was zusammengezimmert. Ich habe mir heute noch so eine Doku angeguckt über Baufusch. Und also, das ist wirklich, also was auf Baustellen teilweise gemacht wird, ne? Und das liegt nicht an den Handwerkern, muss man sagen. Die Handwerker denken sich, glaube ich, oft selbst, was ist das eigentlich, was wir hier machen? Aber dann gibt es irgendwelche Sachen, irgendwelche Dokumente, die das so verlangen. Ja. Und dann wird so gemacht, wie es geliefert wie bestellt, ne? Aber das ist wirklich immenser Quatsch, der da teilweise gemacht wird auf den Baustellen. Und auch so richtig dumme Fehler. Und dann muss am Ende nochmal alles neu gemacht werden. Ach, Wahnsinn. Teilweise sind es aber auch die Handwerker. Also Handwerker sind manchmal schon auch schuld. Teilweise sind die Pläne auch gut und der letzte Schritt ist dann irgendwie vergurkt. Wir haben aber heute Zeit, ne? Das ist Oma Erna. Die ist gerade auf dem Weg zum Kaffeekränzchen. Und die macht sich gar keinen Stress. Heute wird nur 30 gefahren. Maximal. Eile habe ich nicht.
Wir haben übrigens fast dann schon das nächste Level erreicht, ne? Wir müssen ja dann noch den nächsten Auftrag machen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich den in der Folge zeige. Weil ich eigentlich mit der Kampagne weitermachen will. Ich glaube, die ist sehr spannend. Da gibt es dann auch immer noch ein paar Stories und so. Ah, müssen wir mal schauen. Werden wir sehen. So, nun aber auf zum Baustoffhändler. Die letzten 200 Meter und wieder eine Ampel. Ich bereue es schon wieder ein bisschen, nicht die Schnellreisefunktion genutzt zu haben. Das kannst du dir nicht ausdenken. Von Ampel zu Ampelgurken. Die sind auch alle genauso geschaltet, dass man keine grüne Welle hat, ne? Das ist wirklich so ein kleiner persönlicher Gag vom Stadtplaner gewesen. Ach, und in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass die Asphalt, also dass ich immer mal auf der Autobahn, wenn da irgendwie neue Straßenabschnitte gefertigt werden, dass ich da immer mal so ganze Kolonnen von so Asphaltfahrzeugen, die dampfenden Asphalt anliefern, sehe. Und ich dachte, das sei sowas Ähnliches wie das, was wir im Spiel gesehen haben. Aber das scheint nochmal einen anderen Begriff zu haben. Oh, Blitze auch wieder. Nämlich Thermomulden sind das wohl. Es sind immer so silberne Behälter, wo es dann noch so rausdampft. Und das scheinen Thermomulden zu sein. Also ich glaube, nach dem Bausimulator habe ich durch euch wieder eine ganze Menge gelernt. Muss mich da auch erstmal so reinfuchsen. So. Im Händlermenü werden alle benötigten Materialien farblich gekennzeichnet, die du für den aktiven Auftrag benötigst. Ja, das ist schön. Können wir das direkt hier... Ich glaube, wir können das direkt hier draufladen auch, ne? Wir probieren das mal. So. Meno. Gehen wir mal zum Service. Grüß Gott. Hallo. Hier bekommst du verschiedenste Baumaterialien, die du für deine Arbeit auf der Baustelle brauchst. Ah ja, der Betonkübel, den tut man an den Turmträgkran und dann kann man so... Ach, das wird noch herrlich. Hier ist noch eine ganze Menge. Und Heckensetzlinge. Wir müssen hier auch ein bisschen... Und ein Jungbaum. Auch ein bisschen Gärtner-Simulator hier. Ich glaube, das ist für den anderen Auftrag mit der Parkanlage da wichtig, ne? Ach, vielleicht mache ich ihn doch. Ich muss mal schauen. Aber jetzt müssen wir erstmal das kaufen, was wir hier brauchen für... unseren Auftrag. Hier, das so. Ich dachte, das sei so farblich hervorgehoben, aber das ist einfach nur diese kleine Anzeige. So, das möchte ich bitte einmal. Machen Sie mal Kasse 2 auf. Moment, mein Warenkorb war ein bisschen voller, als ich dachte. So, jetzt müssen wir uns hier entscheiden, weil ich hier ja noch so andere Sachen angeklickt habe. Musst du auch erstmal wissen, ne? Gut, aber jetzt ist er wieder in Ordnung. Dann würde ich sagen, lassen wir uns das direkt zur Baustelle liefern. Ja, wir haben auch nur eine aktive Mission, das heißt, können wir einfach kaufen. Und dann haben wir da gar keinen Stress mit, dann müssen wir das hier nicht aufladen oder so. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Ein bisschen im Komfortmodus. Haben wir natürlich jetzt ein bisschen bezahlt für, aber ist nicht der Rede wert. So, jetzt fahren wir schnell zur Baustelle. Das sind jetzt wirklich nur 100 Meter oder so. Und dann kann das losgehen. Und dann müssen wir uns vermutlich einen Kran mieten. Und dann nochmal links. Und dann sollten wir auch schon da sein. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht abbiegen. Danke. So. Wo ist denn das jetzt hier? Da vorne an dem roten Haus mit dem roten Dach. Oh, der rollt zurück. Ah, jetzt. Nee. Hier musst du wirklich aufpassen, wenn du hier an der Steigung stehst. Bisschen vorfahren. Ah, danke. Ich will keinen Stress machen, ne?
Der rollt wirklich. Ja, am besten bleibe ich einfach stehen und warte. Ja, ja, es geht los. Ja. Jetzt, du kannst fahren im Prinzip. Wenn du rechts abbiegen willst, du kannst fahren. Oh, ist das ein Drama hier? Muss ich mich hier irgendwie durchschlängeln? Das hilft hier alles nichts. Ich glaube, ohne Kollateralschaden würde das nichts werden. So, und hier ist jetzt unsere Baustelle. Okay. Baumaterialien liefern. Die sind ja hier schon angeliefert. Ja gut, wir steigen erstmal aus und gucken uns die Lage mal an. Das war ja wirklich wieder eine spektakuläre Fahrt. Also, hier ist ein Kranplatz. Aber wollen wir uns dafür einen Kran... Ja, komm. Ich habe noch keinen passenden Kran. Dann nehmen wir jetzt einfach mal so einen Schnelleinsatzkran. Den mieten wir uns mal. Jo. Okay. Ich bin sogar im Meilensteinviertel aufgestiegen. Jetzt haben wir uns den gemietet, aber... Ah, jetzt können wir den aufbauen. Ist blockiert. Das ist nicht gut. Jetzt. So. Ah. Also ich glaube, man... Kann man den auch selbst hier hinbringen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber man kann es auf jeden Fall auf diese Art und Weise machen, dass man den eben hier aufbauen lässt. Und mit einem Kran ist das jetzt natürlich relativ einfach. Dann können wir jetzt einfach ganz schnell einsteigen in den schicken Lieferkran und können unsere Materialien hier liefern. Wir starten, glaube ich, erstmal mit den Paletten. Die hier vorne ja lagen, in dem Lieferareal. Ihr habt es ja eben gesehen, also man hätte die durchaus auch... mal ein bisschen weiter, müssen wir gleich nochmal korrigieren, aber... man hätte die durchaus auch selbst verladen können, wenn man das möchte. Oder kann sich diese Baumaterialien sogar zum eigenen Firmengelände liefern lassen. Aber man kann es eben auch so machen, wie wir es jetzt gemacht haben. Werde ich immer mal abwechseln, je nachdem, wie es gerade passt. Heute war ich der bequeme Mann. Also wenn man erstmal an der Baustelle ist, ne, da muss ich ja sagen, macht Spaß, ne? Aber der Weg zur Baustelle, Horror. Horror. Will ich erstmal beim örtlichen Bürgermeister. Laterne musst du leider daran glauben. Werde ich erstmal eine Beschwerde einreichen. So, ich glaube so. Noch ein bisschen so. Und dann können wir ablassen. Perfekt. Haben wir. Machen wir wieder hoch den Lachs. Und dann geht das weiter. Ja, noch ein bisschen. Also wirklich Präzisionsarbeit. Da kann ich auch keine Schoten gerade erzählen. Da muss ich mich wirklich mal ein bisschen konzentrieren. Ich habe mir das alles hier auf das Seitec, auf die Seitenkonsole von Seitec hier gelegt. Dementsprechend muss ich mich selbst noch so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Aber wenn ich da dann drin bin... Upsala, nochmal musst du so dran glauben. Wenn ich da erstmal drin bin. Ah, ich muss das mal ein bisschen zu mir holen. So. Okay, wenn ich da erstmal drin bin, wenn ich mich da erstmal dran gewöhnt habe, dann wird es vermutlich auch relativ easy sein. So. Drehen wir auch nochmal ein und dann runter damit.
Ja, passt. Sitzt, passt. Wackelt und hat Luft. So sagt man, ne? So, dann müssen wir jetzt die Fertigwände hier noch platzieren. Haben wir eigentlich auch noch eine andere Ansicht? Ne. Nur diese zwei Ansichten. So eine Hakenansicht wäre ja vielleicht nicht so schlecht, ne? Hätte man... Aber wir kriegen das auch so hin. Ich frag mich, ich miete ja jetzt hier immer alles, ne? Und ich frag mich, wie man das damals im Bausimulator ohne das Mieten hinbekommen hat. Aber ich glaube, da waren die Aufträge am Anfang auch noch wesentlich unspektakulärer, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da war viel so Erdarbeiten, die man mit so einem kleinen Bagger und mit einem Pritschen-Fahrzeug erledigen konnte. Und das war auch relativ erschwinglich. So einen Kran kannst du ja nicht leisten, ne? Also, einen schon, aber dann kannst du nicht noch einen LKW leisten und noch eine irgendeine Form von Anhänger. Das geht dann alles nicht. So, und dann müssen wir, glaube ich, gleich dahin laufen und das erstmal entsichern. Gut. Lassen wir so. Zuerst muss der Bauplatz freigeräumt werden, bevor wir richtig loslegen können. Was müssen wir denn hier freiräumen? Ah, wir gehen mal raus. Das müssen wir vermutlich von Hand machen. Das müssen wir hier erstmal was wegräumen, oder was? Achso, Rückstände entfernen, tatsächlich. Ja dann, starker Mann hier sein, ne? Ah, ich mach das immer der Praktikant, der Patrick. Aber der ist heute nicht da. Müssen wir selbst die Hand anlegen. Gut, müssen wir sonst noch irgendwas? Ne, dann können wir jetzt, glaube ich, den Transportrahmen hier entsichern. Flupp. Ihr habt übrigens recht, also die Animationen sehen nicht so richtig schön aus. Das hätte man noch ein bisschen schöner machen können. Das war auch schon beim Generator zu sehen. Da muss ich zustimmen. So, und dann können wir jetzt hier platzieren. Ach, den Auftrag, den mag ich irgendwie. Finde ich gut. Ne? Stopp, stopp, stopp. Ich möchte einsteigen. So. Okay. So, jetzt hier schön gerade rausheben. Die ersten Elemente sind sogar schon gesetzt worden, ne? Von Geisterhand. Zufälle gibt's. So. Was ja auch, wie das so in echt sein muss, wenn das immer so schwankt, ne? Kranfahrer, das ist ein Job, ey. Das wäre nichts für mich. Ah, Moment, das muss auf die andere Seite. Du musst den vollen Durchblick haben, ohne dass du... Du siehst ja von oben kaum was, oder? Ich glaube, da geht viel auch über Funk. Man da irgendwie eingewiesen wird. Und du hast die volle Verantwortung dann. Ah, das ist schon wirklich... Ich glaube, das ist ein krasser Job. Aber kein Job für mich. So, noch ein bisschen eindrehen. Dafür ist der Joystick natürlich ganz gut, ne? Für solche Präzisionsgeschichten. Noch ein bisschen... So, dann probieren wir es mal. Na, fast. Also ich glaube, ob man das so komplett richtig da reinsetzen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Boah, Leute, ich habe so Bock auf die Let's Play-Reihe. Das wird echt großartig. Und ich habe übrigens auch gesehen, wie viele Leute von euch jetzt schon vorbestellt haben. Habe ich ja gesagt, ne, man spart ja 3% da mit dem Code NPLAY3 oder den Link in der Videobeschreibung. Und das sind wirklich Vorbestellerzahlen. Die habe ich so noch nie gesehen. Das ist absolut crazy. Aber ich glaube, es wird auch ein gutes Spiel. Es wird kein bugfreies Spiel, das sage ich ganz ehrlich dazu. Also da will ich euch nichts vormachen. Aber es wird ein sehr umfangreicher Simulator.
Und man wird einfach, ja, da sehen wir es, ne? Solche Grafik-Sachen und so. Das bleibt dann nicht aus. Aber es wird viel Spaß machen. Und man wird, das Spielkonzept ist stimmig und man wird einfach sehr viel Unterschiedliches machen können in dem Spiel. Und das macht schon Spaß. Und es wird halt später ja noch erweitert, denke ich mal, mit DLCs und so. Insofern. So, jetzt wird es langsam dunkel. Das macht es natürlich nicht einfacher. Hier unsere Präzisionsgeschichten. So, probieren wir es. Noch ein bisschen eindrehen. Vor allen Dingen noch mal ein bisschen zu uns holen. So. Wie das hier auch immer pendelt. Wie macht man das denn? Muss man dann immer abwarten? Ach nee, das wird in der Realität, ich weiß, das wird immer so mit Seilen, wird das dann festgemacht und dann ziehen das Leute, die am Boden, wir können das gar nicht richtig machen hier, weil dann ziehen das, glaube ich, Leute, die am Boden stehen, ziehen das dann an die richtige Position. Insofern ist es, glaube ich, unmöglich, das ganz genau zu machen. Ja. Ja, genau das ist nämlich das Problem. Das soll dann durch dieses Ziehen verhindert werden. Dass man das so krumm und schief da reinsetzt. So, das letzte Element. Ich hatte gehofft, dass wir es noch vor Mitternacht schaffen, sodass wir die ganzen Mietgeräte noch zurückgeben können. Müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht noch schaffen. 21.53 Uhr, 54 haben wir mittlerweile schon. Ein bisschen Gas geben. So. Jetzt langsam ist man auch vertraut mit der Steuerung. Also so einigermaßen, noch nicht richtig, aber so einigermaßen. Alright. Dann lassen wir es wieder runter. Ziehen das dann noch ein bisschen ran. Zack. Und damit haben wir es geschafft. So, jetzt steige ich mal schnell aus. Oder ich kann das ja eigentlich auch von hier aus machen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, wir müssen mal schnell schauen bei dem Job. Deckenbau. Betonmischer befüllen, Betondecke. Und dann noch Nachbesprechung. Das heißt, wir brauchen unseren Tieflader oder unseren Trailer nicht mehr. Das heißt wiederum, wir gehen einmal schnell in den Fuhrpark und geben das mal schnell zurück, denn wir sind ja nicht Krösus und deswegen möchte ich das schnellstmöglich loswerden. Ja. Offene Mietkosten. Ja. Ja, gehen wir zurück. Und das gehen wir auch zurück. Gut. Warenlager ist übrigens, also das können wir uns auch, wir können uns die ganzen Elemente von dem Spiel später nochmal anschauen, aber Warenlager ist das, wo wir hätten hinliefern können. Also wir können uns so ein richtiges, richtig pralles Warenlager hier anlegen, wenn wir das wollen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber kann man grundsätzlich machen. Ist vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn man zu viele Materialien gekauft hat. Da müssen wir noch ein bisschen. So. Ist, glaube ich, vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn man zu viele Materialien gekauft hat. Dann kann man das nämlich einlagern und dann für einen anderen Auftrag nochmal wieder verwenden. So, und auch hier machen wir einmal runter, bitte. Man ist natürlich extrem wenig in der eigentlichen Ansicht, aber guckt mal, man sieht hier auch einfach nichts. Wie soll man von hier aus irgendwas steuern? Das geht nicht. Was wir mal machen können, können wir Licht anmachen? Nee, haben wir gar nicht. Okay. Das hätte uns jetzt noch geholfen. Aber von innen kann man, es geht nicht. Wie soll das gehen? Das wäre vielleicht für einen Multiplayer eine coole Challenge.
Dass der eine ansagen muss und der andere in der Ansicht die Dinge dann hochheben muss. Oh. Einmal runter den Lachs und das nächste Element draufheben. Dann nehmen wir mal das vordere hier. So, ein bisschen eindrehen. Und draufsetzen. Checken wir es mal. Ist auch nicht ganz passgenau. Aber was nicht passt, wird passend gemacht. Die Bauarbeiter müssen wir uns dann dazu denken. Ach, das wäre natürlich auch cool, ne? Wenn es das im Spiel noch gäbe, dass man sehen würde, wie hier irgendwie jemand was schraubt, ne? Das wäre wirklich eine coole Nummer. Da wäre hier ein bisschen mehr Action so auf der Baustelle. Man fühlt sich hier immer so allein. Weil hier niemand guckt, außer Harpe. Harpe ist der einzige Freund hier. So. Und Attacke Abfahrt. So. Der Kran kann jetzt wieder abgebaut werden. Das funktioniert genauso wie das Aufbauen. Dann machen wir das schnell, aber schaffen wir nicht mehr vor 0 Uhr. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich für 24 Stunden Kranplatz demontieren. Und dann können wir das jetzt wieder zurück. Du hast genug Geld zur Verfügung, um Ziele der Ausbaustufe S zu erfüllen. Willst du dir die Ziele jetzt anschauen? Ja, will ich mal gucken. Was kann ich mir denn hier kaufen? Firmengelände 2, das bringt uns noch nichts. Werkstatt 1. Parkplätze 1. Kredit 1. Das ist vermutlich das Wichtigste. Aber wir haben ja im Moment noch gar keinen Anreiz, hier irgendwie was zu kaufen. Wir mieten uns ja einfach alles. Ja gut, schauen wir uns später mal an. Müssen wir ja nicht jetzt machen. Okay, das Gespann von Zugmaschinen und Materialauflieger brauchen wir nicht mehr. Ja, das habe ich schon zurückgegeben. Und den Kran gebe ich jetzt auch mal schnell zurück. Da muss man wirklich aufpassen, weil sonst zahlst du dir hier einen Wolf. Zahlst dich dumm und dusselig. Gut. Betontransport. Wir brauchen einen Betonmischer. Dazu fahren wir mal schnell jetzt zum Fahrzeughandel. Ist ja direkt nebenan. Also wirklich... Da können wir eigentlich zu Fuß hingehen, ne? Betonmischer. Wo denn hier einen Betonmischer? Man hat natürlich hier auch die US-Fahrzeuge zur Auswahl, aber wir nehmen... Ich glaube, ich werde mich hier auf... EU-Fahrzeuge... beschränken. Perfekt, nun brauchen wir Beton. Erinnerst du dich noch an das Gießwerk? Gleich am Eingang befindet sich das Betonsilo. Hallo, hallo, hallo. Die reden ja sogar mit einem. Der Mann mit Bauhelm rennt hier. So, da nutzen wir allerdings jetzt die Schnellreisefunktion, denn wir wollen ja fertig werden. Schon wieder ein relativ langer Auftrag. Ich glaube, hier kann man schnell viele Spielstunden drin. Versenken. So, Arme rein, Schnellreise und dann fahren wir gleich wieder zurück. Und... Achso, Licht. Hat man schon an. So. Erde, Kies, Sand... Das ist alles nicht das, was wir brauchen. Da vorne ist, glaube ich, Asphalt. Ah, hier. Hier ist Beton. Einmal voll machen, bitte. Ja, wir lassen einfach mal vorlaufen. Den Rest können wir dann wieder verkaufen, wenn wir jetzt zu viel gekauft haben.
Baumaschine ist voll. Alles klar. Dann geht's jetzt zurück. Dann nutzen wir auch wieder die Schnellreise. Und dann müssen wir jetzt eine Betonpumpe mieten, um das zu gießen. Ich versuche den schon mal in Stellung zu bringen. Ich denke mal, hier ist sinnvoll, den hier stehen zu lassen. Und dann gehen wir einmal schnell nochmal. Gehe ich einmal schnell raus. Dann aber flott zum Händler zurück. Grüße Sie, ich bin's wieder, Ihr bester Kunde. Ich hab da was vergessen. Ich brauch noch eine Betonpumpe. Und das ist hier. Können wir, was nehmen wir da jetzt mal? Das ist hier so ein Mappet, ne? Nehmen wir das. Dauer ist das natürlich schon teuer, sich den Kram immer zu mieten. Was man allerdings sagen muss, man spart sich natürlich auch Tank- und Reparaturkosten und das ist auch nicht zu verachten. Ist sogar hier moderneres Fahrzeug, ne? Schicker Scania. So. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nichts auf meinem Joystick belegt, sodass ich da einfach mal gucken muss, wie man das alles bedient. Muss mich da selbst auch erstmal reinfuchsen, aber diesen Auftrag hier machen wir wesentlich souveräner als in der letzten Folge. Bei der letzten Folge war es auch ein bisschen komisch. Ich habe den Auftrag danach nochmal gemacht, in einem anderen Spielstand, um mir das nochmal anzuschauen. Und da hat das anders funktioniert, da hat der Fertiger anders funktioniert. Der müsste nämlich eigentlich auf der vollen Breite funktionieren, hatte allerdings bei mir nicht. Und deswegen musste ich dann drei Spuren, aber eigentlich kann man das in einem sozusagen durchziehen. Das war ein bisschen komisch. So, Betonaufnahme muss einmal geöffnet werden. Dann können wir hier schon mal alles ausklappen. Boah, ich habe solche... Wisst ihr, für mich ist das hier der Bausimulator, ist alles cool hier mit den Maschinen und sowas. Aber für mich hat es einfach so Oldschool-Vibes. Das war die Zeit, in der ich YouTube angefangen habe, wo ich nach der Schule dann noch Bausimulator gespielt habe. Ah, müssen wir gleich natürlich noch befüllen. So, dann muss das hier... Dann muss der Ausleger noch... So, spät in der Nacht. Grüße an die Nachbarn. Ja, deswegen ist das für mich natürlich hier irgendwie was ganz Besonderes, den Bausimulator dann zu spielen. Weil es auch damals schon wirklich ein gigantisches Gerät war. Man hier immer gucken musste, wie man den dann vernünftig aufgebaut bekommt. Machen wir mal ein bisschen daneben auf. So. So soll es sein. Dann gehen wir nochmal schnell raus. Mittlerweile habe ich mich hier auch ans G gewöhnt für Ein- und Aussteigen. Dann machen wir den Quatsch hier an. Müssen das aber natürlich noch ein bisschen anpassen. So. Dann bitte einmal Schurre. An. Was auch immer. Achso, und. Doch, jetzt. Es läuft. Ist das. Ist Schurre, ist das diese Bewegung? Oder. So, und jetzt gehen wir hier wieder rein. Dann müssten wir jetzt im Prinzip starten können. Ja. Müssen wir. Ah, wir müssen das jetzt gedrückt halten. Das ist neu. Ein bisschen. Upsa. So. Ein bisschen weiter in die Ecke da rein. Ja. So, dann verfüllen wir das auch noch schön und dann machen wir hier vorne weiter. An mir ist kein Gießmeister verloren gegangen. Muss nicht schmecke, muss wirke.
So, jetzt kommen wir der ganzen Sache hier näher. Da hinten müssen wir noch ein bisschen... Na, nicht daneben. Das ist nicht gut. So. Boah, wie konzentriert ich hier bin, ne? Aber so ist das, wenn man das vernünftig machen will. Weil es sich Mühe gibt. So, und dann hier vorne noch den Fleck. So. Gute Arbeit. Danke dir, Harpe. Jetzt müssen wir nur noch die Baustelle räumen. Denk dran, alle geliehenen Baumaschinen nach dem Gebrauch wieder zurückzugeben. Das spart unnötige Mehrkosten. Das habe ich schon gemacht. So, wenn man das sich ein bisschen abkürzen möchte, weil ich gerade diese Betonpumpe finde ich ein bisschen kompliziert, die immer einzuklappen. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal schnell mit der Rücksetzen-Funktion gemacht. Muss allerdings jetzt nochmal schnell rauseilen, damit der Betonmischer hier gestoppt wird. Dein Fahrzeug ist aus der Spur geraten, okay. Ja, nicht Kamera. So. Gut. Da ist noch relativ viel drin, so wie ich es auch schon befürchtet habe. Das können wir dann gleich nochmal schnell verkaufen. Aber erstmal sprechen wir wieder mit Harpe. Linegame hat damals immer gesagt Happe und der wusste nicht, aber es ist glaube ich so, oder? Harpe ist die Abkürzung für Hans-Peter, oder? Oder nicht? Oder weil oder habe ich die Bildungslücke? Ich war der Meinung, er hat die Bildungslücke. Garagenbau, Auftrag abgeschlossen. Das freut mich doch. Hör mal, ach. Das war gute Arbeit. Der L1 Turmdrehkran wäre eine gute Erweiterung für deinen Fuhrpark. Solltest du dich dafür entscheiden, eine Baumaschine zu kaufen, bekommst du diese beim Fahrzeughandel. Danke dir, Harpe. Weiß ich. Muss ich mal gucken, wann ich mir das erste Fahrzeug kaufe. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir unser erstes Fahrzeug kaufen und ihr dürft in den Kommentaren bestimmen, welches Fahrzeug wir kaufen. Morgen kann ich leider keine Folge hochladen. Dafür gibt es hoffentlich übermorgen dann zwei Folgen. Weil ich nämlich unterwegs bin. Müssen wir mal schnell hier leeren, genau. So, ist ausgeleert und dann können wir das jetzt zurückgeben. Aber ihr dürft gerne in den Kommentaren entscheiden, welches Fahrzeug ich mir kaufen soll. Ihr wisst ja mittlerweile, was es hier alles gibt. Lasst es mich gerne wissen und ich werde dann genau das auch kaufen, egal ob es jetzt sinnvoll oder unsinnvoll ist. Macht's mit Bedacht, der Top-Kommentar, der wird gekauft. Also schreibt einfach in die Kommentare, welches Fahrzeug am besten, ja möglichst genau, MAN oder Scania Betonpumpe zum Beispiel oder MAN Asphaltkipper oder Asphaltwalze oder was auch immer. Schreibt das in die Kommentare und wie gesagt, der Top-Kommentar wird dann gewinnen und den werde ich dann kaufen und dann hoffen wir einfach mal, dass das was Sinnvolles ist. So, zurückgeben und... Wieso kann ich das nicht zurückgeben? Ah, weil ich da drin sitze. Ich dachte gerade schon, den habe ich jetzt mir aus Versehen hier gekauft oder so. Da wollen wir nicht. Fuhrpark. Ja. Alright. Dann haben wir das geschafft. Können hier nochmal schnell begutachten, was wir hier gebaut haben. Und 24 Stunden später sind wir dann tatsächlich ready. Gut, das war's von dieser Folge. Das war's von diesem Auftrag. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr euch das Spiel vorbestellen wollt, tut das wie immer gerne über den Link in der Videobeschreibung. Das würde mich sehr freuen. Mit dem Code NPLAY3 spart ihr ja, wie gesagt, auch noch 3%. Ne? Auch nicht zu verachten. Und dann bin ich gespannt, welches Fahrzeug wir uns in der nächsten Folge kaufen werden. Bei unserem örtlichen Fahrzeughändler da vorne. Den ich leider etwas zu spät entdeckt habe. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.